Mein Name ist Sven Freund. Ich bin jetzt seit 6 Jahren bei der Sack und Bauer GmbH. Bin stellvertretender Abteilungsleiter. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Elektriker gemacht, habe dann eine Weiterbildung im IT-Bereich gemacht und ja, habe mich dann schon bei der Sack und Bauer beworben. Man sollte auf jeden Fall Lust an der IT haben, Spaß dran und ja, eine vergleichbare Ausbildung, wie ich genossen habe. Also es ist doch recht flexibel, solange man Spaß an der Arbeit hat und Lust, kriegt man auf jeden Fall eine Chance. Ja, also ein Teil ist auf jeden Fall die Koordination der Projekte, das heißt Mitarbeiter einteilen, wer welches Projekt muss, wer welche Doings machen muss, und das quasi weitergeben an die nächsten Abteilungen und ansonsten Projektvorbereitung ist auch ein wichtiger Punkt, wenn die Hardware bei uns angekommen ist, dass es im Labor vorbereitet wird und konfiguriert, so dass es dann so weit wie möglich vorbereitet zum Kunden gehen kann. Der nächste Part ist dann zum Beispiel die technische Unterstützung vor Ort. Das heißt zum Beispiel Server-Checkups beim Kunden. Fährt man hin, prüft die Server, hält Rücksprache mit den Kunden selbst, fragt quasi, ob es offene Punkte gibt, behebt dann Fehler und optimiert die Systeme. Besonders gefällt mir, dass es ständig neue Herausforderungen gibt und ja, viele Kundenkontakt, das macht mir immer sehr viel Spaß. Die Flexibilität, das heißt immer wieder neue Aufgaben, die Teamarbeit ist natürlich auch sehr wichtig, gerade in Projekten. Das ist ohne dem, weiß ich nicht, das wäre für mich dann kein Job, da hätte ich keinen Spaß dran. Ein individuelles leistungsorientiertes Bonussystem, dann nicht zu vergessen auch klimatisierten Räume. Ja. Und ja, das ist quasi in Winterzeit gibt es immer Obst, kostenfrei, das ist super. Sehr gutes Umfeld mit den Mitarbeitern, mit der Geschäftsführung, das ist alles doch sehr locker und ungezwungen.